Das heutige Wissensstück von Consultori behandelt die Frage Kundengewinnung für Kreativunternehmerinnen und Unternehmer wie Architektinnen, Designerinnen, Grafikerinnen, Agenturen bis hin zu Ziviltechnikerinnen. Ja, Kundengewinnungsmaßnahmen. Welche sollte ich als nächstes zum Einsatz bringen? Soll ich Social Media machen? Soll ich Kooperationen machen? Soll ich Vorträge machen? Ja, die Frage kann man beantworten entlang von 7 Schritten. Erstens Angebotsbandbreite. Was für ein Marktpotenzial habe ich und wie zukunftstauglich ist das? Bin ich stark fokussiert? Habe ich ein gescheites Positionierungsstatement, das ein potenzieller Kunde versteht? Meine Kundengruppen. Was haben Sie für Herausforderungen, wenn Sie zu mir kommen und meine Leistung kaufen? Warum kaufen Sie? Wann kaufen Sie? Was für Mittler gibt es? Wer redet noch mit Ihnen? Was für Infos lesen die? All das bringt mich zu einer langen Liste an möglichen Kundengewinnungsmaßnahmen. Und damit ich mich dann entscheiden kann, okay, welche macht jetzt am meisten Sinn, benutze ich die Kanaltaktik Priorisierungsmatrix, wo ich mir auf 2 Achsen all diese Maßnahmen anschaue. Einerseits, wie viel Chance auf Erfolg hat das? Und andererseits, wie viel Ressourceneinsatz muss ich dafür aufbringen? Ja, und danach kann ich daraus ableiten, meine nächsten Schritte in unterschiedlichen Zeiteinheiten, nach 3 Monaten, nach 6 Monaten. Und ich muss danach auch noch messen, das, was ich gemacht habe, hat das einen Return on Investment, der gut ist? Werde ich das weiterverfolgen? Lasse ich das bleiben? Was mache ich als nächstes? Ja, all das gibt es mit Anleitung und Best-Practice-Beispielen dazu in der Consultori-Toolbox für Kreativunternehmerinnen. Die ist zu finden auf consultori.com/tools. Ich wünsche viel Spaß damit und guten Erfolg bei der Kundengewinnung.